Was wird denn hier gespielt? Na, wer sagt es denn? Noch einer von der Sorte. Kommt er zu dem anderen? Dem anderen? Ich dachte, ist David hier? David? Ist das der richtige Name von diesem Fettkloß? Klößchen! Mein Gott, sie halten Klößchen gefangen! Und du wirst dich jetzt zu ihm gesellen. Wir haben heute noch viel vor. Also worauf warten wir? Holt noch mehr Stricke. Oh oh. Ach, das macht mir Spaß nach diesem Teil, die eine nach dem anderen ins Verderben zu stürzen. Guck, ist Gabi jetzt auch dabei? Nee. Ach, guck mal, hier, Herr Albertson hat mir die Tafel gewischt. Ist auch schön. Gehen Sie noch im... Gehen Sie... Nein. Edith und... Okay. Kann die jetzt auch einfach dahin, oder... Sehr schön. Himmel! Sag deinem Köter, er soll die Klappe halten, sonst... Ihr habt die Papiere und ihr habt die Kinder. Bis auf diesen Tim. Er hockt im Bunker. Tja, was ich so alles weiß, hä? Ich hätte mir die Beute längst holen und abhauen können, nicht wahr? Aber ich überlasse es lieber euch, den Jungen auszuschalten. Kommt, ran an den Speck. Das ist unser Geld. Du hast für die Dokumente schon genug eingesackt, Zecke. Immerhin verschaffen euch die Ausweise, die ich besorgt habe, einen sorgenfreien Aber Abgang. Warum ist der Bankraub damals eigentlich schiefgegangen? Das lag bestimmt an dir, du Blindgänger. Ich wollte die Beute ja in Empfang nehmen, aber da war diese bescheuerte Demo, genau da, ach, wo ich Schmiere stand. Die ganze Kreuzung haben sie blockiert, war nichts mit Übergabe. Ich habe improvisieren müssen. Ehrlich gesagt sehe ich ebenso wenig ein, warum du hier den dicken Max markierst, Kruschwitz. Vielen Dank, aber nun. Was soll das? Wir benötigen deine Dienste nicht mehr, Zecke. Melissa wird auf dich Acht geben, bis wir genügend Vorsprung haben. Mit ihrem Gästezimmer haben wir ja alle schon Bekanntschaft gemacht. Geht klar, um den Geländewagen kümmere ich mich schon. Hey Uli, du wirst mir fehlen. Ich hätte dich gerne früher eingeweiht, aber ich wollte dich nicht unnötig hineinziehen. Du bekommst was von meinem Anteil, ich schick's dir, versprochen. Pack den Köter in Gabis Tasche und verschnürt sie beide. Ich mache den Pickup-Start klar. Uli und ich nehmen die Kinder und statten ihrem Tim einen letzten Besuch ab. Ihr Schweine, mein Papi wird euch alle dran kriegen. Ach, Herr Jimini. Aber ich dachte, ich dachte, die Melissa mit ihrem Postregal da hinterm Bild, die macht die Papiere. Das verstehe ich gar nicht. Steht das in den Notizen nochmal? Melissa Hauf hält Tilo Kruschwitz in Schach, der vergebens einen Teil der Beute für sich beansprucht hat. Captain und Abendknecht wollen in den Kinder- und Oskar Bunker, wo Tim immer noch auf Rettung wartet. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das verstehe ich nicht, was dieser Kruschwitz da jetzt will. Hallo? Ich bin hier unten! Halt die Fresse, Shinichi. Und nu? Was? Was hast du vor? Ach, die Taschenlampe. Da komme ich aus eigener Kraft niemals hoch. Mist. Moment mal. Wieso ist die Taschenlampe aus? David, der hat uns hintergangen. Wo ist der überhaupt? Da besteht akute Einsturzgefahr. Das wäre unverantwortlich. Sieht aus wie... eine alte Rohrpostanlage. Natürlich, irgendeine Rolle musste diese bescheuerte Rohrpost noch haben. Irgendeine Bedeutung musste die Einführung dieser Rohrpost haben. Das Beute. Das nehmen wir jetzt alles mit. Da ist noch mehr. Der ganze Schotter. Den nehme ich lieber an mich. Verflucht.
Na Mahlzeit. Kein Saft mehr. Die Batterien sind leer. Fahren die jetzt einfach da über dieses minenverseuchte Gebiet oder wie? Na endlich. Die Rettung naht. Hallo! Hier bin ich! Ich habe die Beute gefunden! Ah. Guten Abend, mein Freund. Du musst Tim sein. Ich bin Bodo Heppner. Freut mich. Freut mich, dass du fündig geworden bist. Ich hätte gern mein Geld zurück. Sie? Ich denke nicht daran. Das könnte deiner kleinen Freundin aber schlecht bekommen. Pin! Pin! Lass mich los, du fieses Schwein! Ey, sowas sagt man aber nicht. Ich tue alles, was Sie wollen. Aber verschonen Sie Gabi. Helfen Sie mir raus. Immer schön eins nach dem anderen. Ich lasse ein Seil mit einem Korb herab. Leg das Geld rein. Und zwar alles. Dann kommt keiner zu Schaden. Weder deine Süße noch Dick und Doof oder der Kläffer. Karl und Klößchen auch? Ach, was können die eigentlich? Können wir den Hundekopf nicht da reinlegen? Ist eh gefälscht. Ist vom Varieté. Hey! Was ist denn mit mir? Ich will zu Gabi! Hey! 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 Wir hatten eine Abmachung! Heppner! Ich halte Wort. Du kommst zu deiner Freundin. Oder besser gesagt, deine Freunde kommen zu dir. So, und nun springt. Springt, sage ich. Wie? Das ist ja jetzt lustig. Was meinen Sie? Karl Vierstein. Willi Sauerlich. Und Gabi Glockner sind das Bunkerteam. Hier ist eure Töle. Komm, lass uns verduften. Das sieht nicht gut aus. Wo kommt diese Platte auf einmal her? Oh, herrje, herrje, oh, eigentlich wollte ich eine Aufnahmepause machen. Sich immer das Gleiche vorm Finalspiel? Okay, ich weiß, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, was wir alles für ein Gelumpe dabei haben. Aber ich glaube, wir machen es noch. Auf geht's. Seid ihr soweit in Ordnung? Wenigstens haben sie uns die Fesseln abgenommen. Aber alles andere auch. Oder hast du etwas bei dir, was uns helfen könnte, Tim? Ich hatte die Taschenlampe mit. Nur blöd, dass sie den Geist aufgegeben hat. Die können wir abschreiben. Meint ihr, wir finden einen anderen Weg hinaus? Gibt es überhaupt einen? Hier unten ist es schrecklich beklemmend. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Vorrat an Sauerstoff ist begrenzt. Oh oh. Und passt auf, wo ihr hintretet. Dieser Ort ist mordsgefährlich. Wo steckt eigentlich Oskar? Eben war er noch bei uns. Was heißt nicht genügend Sauerstoff? Oskar! Weißt du uns den Weg? Durch die Tür da kommen wir niemals durch. Selbst Oskar kann sich nicht an den Brocken da vorbeischlängeln. Hunde sind doch von Natur aus begabt im Fährtenlesen. Vielleicht führt er uns hier raus. Oskar kann nur auf einem Auge sehen. Sieht er nicht quasi mit seiner Nase? Hilflos wirkt er jedenfalls nicht. Es sei denn, er stößt auf Hindernisse, die seine Fähigkeiten übersteigen. Du meinst wie diesen Brocken vor uns? Mit vereinter Kraft müsste er zu bewegen sein. Also mit mir! Ansonsten sind die Aussichten eher trübe. Vertrauen wir Oskars Spürsinn. Seht nur, wie er schnurrt. Ja, süß. Zugleich!
ja, Oscar, wir kommen. Kein Luftzug regt sich. Los, Jungs, hinterher. Mit Oscar haben wir immerhin eine Chance. Ich meine, das ist ein riesiges Gelände. Als ob da gar nicht genug Sauerstoff ist für die nächsten Stunden. So. Bleib schön okay. Bei mir, Oscar. Ich will nicht, dass du mir verloren gehst. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Weg nach oben zu finden. Blöd nur, dass uns Heppner und Armknecht alles weggenommen haben. Ja, und die Taschenlampe können wir auch vergessen. Vielleicht finden wir etwas, das uns weiterhilft. Haltet die Augen offen und seid bloß vorsichtig. Diese Anlage ist das reinste Labyrinth. Hier möchte ich nicht meinen Lebensabend verbringen. Was meinst du, Häuptling? Wir sollten immer zusammenbleiben. Aber lasst mich ein paar Schritte vorausgehen. So kann ich rasch die Lage peilen. Nein, ich will nicht immer den Tim vorne sehen. Ich hoffe, wir finden einen Luxusfahrstuhl mit Liftboy. Dann mal los. Wo gehen wir lang? Okay, wartet kurz, ich hole mir noch kurz was zu trinken. Moment. So, da bin ich schon wieder. Okay, um Gottes Willen. Ich weiß, dass uns das letztes Mal fürchterlich aufgehalten hat. Okay, let's go. Wir gehen mal nach rechts. Schlimmer als Klavierspielen kann es nicht sein. Ich will jetzt mal einen alten Trick verfolgen und immer an der rechten Wand entlang gehen. Okay, das ging schon mal nicht. Das heißt, wir gehen hier aber der rechten Wand wieder lang. So. Tim, komm mir nicht entgegen, ich mag dich nicht. Folgen jetzt halt wieder da herum, der rechten Wand. Und gehen als nächstes hier lang. Von hier kommen wir ja, ne? Gehen hier jetzt weiter nach rechts. Wir folgen hier auch wieder der rechten Wand. Und irgendwann müssten wir zum Schluss kommen. Eine Planke. Oh Mann. Ich glaube, hier waren wir schon. Wenn ich bald höher komme, brennen mir alle Sicherungen. Das stimmt überhaupt nicht. Hier waren wir noch nicht. Das kann überhaupt nicht sein. Hier gehen wir jetzt wieder nach rechts, natürlich. Natürlich. Und wieder nach rechts. Die Treppe können wir wohl vergessen. Sieht ganz danach aus. Gehen hier wieder rum. Und gehen wieder nach, halt an der rechten Wand entlang. Wieder hier nach rechts. Oh, krass. Nur eine Explosion kann ein solches Loch in die Decke gesprengt haben. Auch wieder hier nach rechts. Vielleicht finden wir hier. Witzig. Da geht es noch tiefer hinunter. Ei. Wollten wir nicht nach oben? Vielleicht gibt es unten einen zweiten Treppenaufgang. Oder wir finden was anderes, das uns weiterhilft. Ei, war's hier. Natürlich, klar, das hat bestimmt der Führer in seinen letzten Tagen hier aufgeschrieben. Da, meine Tagebücher, die wurden schon alle vom Spiegel gepfändet. Aber das hier ist wirklich meine Botschaft, die ich... vom Stern war das ja, vom Stern gepfändet. Aber das hier sind meine wirklich letzten Gedanken. Ist das irgendeine Geheimschrift? Ich weiß es nicht. Weiß jemand, was das bedeutet? Hier gehen wir jetzt auch wieder nach rechts. Hier auch.
Wer ist das denn? Ach, das ist Stefan Wolf, natürlich. Oh, ach Gott, sind das Witzbolde hier bei Timola, meine Güte. Die sind aber witzig, die könnten die neue Staffel von Binge Reloaded schreiben. Lasst uns nicht lange fackeln und lieber wieder umkehren. Oder, Jungs? Natürlich. Ich wollte hier jetzt nicht Picknick machen. Witzbolde, richtige Witzbolde, du. Hier, da ist er wieder, der hier. Ach, Stefan Kolloff, ich dachte, Stefan Wolf wäre das. Schon wieder. Gut, wir gehen hier auch jetzt wieder nach rechts. Auch hier wieder nach rechts. Ich glaube, die Taktik könnte ganz gut funktionieren. Immer der rechten Wand lang. Wobei es mir jetzt so vorkommt. Diese Tür bekommen wir niemals von alleine auf. Aber wer will auch schon wissen, was dahinter ist? Aber wir hatten doch auf eine andere Treppe gesetzt. Eine, die auf anderem Wege hinaufführt. Offenbar wurde die Tür mit Strom versorgt. Ist das dann nicht ein Notstromaggregat? Scheint mir defekt zu sein. Da fehlt eine Sicherung. Da rührt sich nichts. Okay, müssen wir eine Sicherung vielleicht suchen? Mist, oh nein. Okay, Mist. Wir gehen trotzdem jetzt wieder hier überall rechts lang. Und vielleicht finden wir irgendwo eine Sicherung rumliegen. Aber ich sag mal, was wirklich Brauchbares haben wir ja noch nicht gefunden. Oh, um Gottes Willen. Man kann sich drehen und wenden, wie man will. Irgendwie hat die ganze Sache einen Haken. Einen Haken? Hier sind Haken. Okay. Mist, allerdings würde ich gern wissen, wo wir... Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wie wir jetzt zu der Tür kommen. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Darauf hätte ich nicht setzen sollen. Aber wir gehen trotzdem mal wieder hier überall nach rechts. Batscha, ist das nicht eine leckere Eissorte? Ich glaube, die schreibt sich anders. Das sind auch tolle Hinweise, wenn wirklich überall Eiwas hier steht. Schon wieder. Nein, da haben wir doch begonnen. Okay. Erinnert ihr euch nicht? Stimmt. Oskar ist das gleich aufgefallen. Ja, jetzt sind wir einmal ganz drumherum gegangen. Und jetzt müssen wir das Gleiche nochmal letztendlich machen. Hier müssen wir jetzt wieder in eine Sackgasse kommen. Genau. Aber hier gibt's keine Sicherung.
Darauf habe ich natürlich jetzt auch nicht geachtet. So groß ist das hier ja gar nicht. Ah, da bist du ja. Was mag das denn sein? Sieht aus wie eine Sicherung. Etwas vorsintflutlich, wie ich meine. Aber intakt. Lass sie uns mal mitnehmen. Okay, und weil ich jetzt nicht weiß, wie wir sonst zurückkommen, gehe ich jetzt einfach wieder den gewohnten Weg. Also wenn ihr auch mal in irgendeinem Maislabyrinth oder so seid, einfach immer an, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, einfach immer an der rechten Wand halten. Was? Dann kommt ihr irgendwann raus. Theoretisch könntet ihr dann eventuell, hier stehen dreckige Lügen, hier geht's runter, sehr schön, wir sind auf der richtigen Fährte. Theoretisch müsstet ihr dann einmal durchs gesamte Labyrinth gehen, aber auf jeden Fall verlauft ihr euch dann nicht. Jetzt müsste gleich wieder hier dieser Stefan-Typ kommen da, aber... So, das ist hier, da ist er, genau. Ich glaube, und hier ging es jetzt zum... zur Tür, soviel ich weiß. Also, nee. Noch nicht ganz. Nee, das war bei dem anderen Poster, ne? Das ist jetzt sehr unbeeindruckend, wie ich das gemacht habe und kein wo geht's hier lang? Aber es ist eben effektiv. Und das ist doch einmal erfrischend nach diesem Spiel. Entschuldigung. So, Kinder. Da fehlt ja eine Sicherung. Haben wir doch dabei. Nein, diese Schurken haben unsere ganzen Fragebögen mitgenommen und den Hundekopf. Wie wär's denn damit? Da bin ich ja mal gespannt. Boah, ich fass es nicht. Das war zwar ein kurzes Vergnügen, aber für unsere Zwecke reicht's. Yeah! Immer an der rechten Wand lang. Ich dachte, wir haben es geschafft. Aber diese Treppe führt ja noch weiter hinunter. Nicht aufgeben, Gabi. Eine Treppe ist besser als eine Sackgasse. Muss das so sein? Ja, kein Problem. Aber wenn wir jetzt hier irgendwas finden, hier ist eine Bank. Sag mal, wer ist denn durch dieses Labyrinth gegangen und hat überall I was hier hingeschrieben? Wie bescheuert. Die Person hat noch weniger zu tun als der Profitlich. So. Hier gibt's jetzt seit langem schon keine Sackgasse mehr. Bleib zurück! Hier wimmelt es von Ratten. Ich hatte eh nicht vor, auf Indiana Jones zu machen. Es hat nicht einer von euch zufällig ein paar Katzen bei Frau Michels mitgehen lassen? Aber müssen wir da überhaupt lang? An den Ratten kommen wir nicht so einfach vorbei. Okay, wir haben nichts. Okay, da müssen wir wohl wieder irgendwie jetzt eine Quest erfüllen, sage ich mal. Rattengift vielleicht. Aber eigentlich ist das ein gutes Zeichen, dass sich hier Ratten aufhalten, weil es muss hier letztendlich ja irgendwo Leben geben oder eine Möglichkeit, dass die Ratten hier reingekommen sind. Das würde ich als gutes Zeichen auffassen. So. Ich hoffe, wir kriegen gleich wieder eine Nachricht. Hier geht's ja,
wieder nicht da, wo wir hergekommen sind. Ach, guck mal, der Markus. Der grinst da, der Markus. Ups, sorry Leute. Für ein Stück Sauerlich-Schokolade wäre ich jetzt Feuer und Flamme. Ich habe schon darauf gewartet, dass sich dein Magen meldet. Tut er doch immer irgendwann. Aber gegen eine deiner Kürbispralinen hätte jetzt wohl keiner mehr was einzuwenden. Und die haben die... Sollen Heppner und Armknecht daran ersticken? Ich wünschte, wir hätten eine zündende Idee, wie wir entkommen, um ihnen gehörig die Schokolade zu versalzen. Ach, komm schon. Oh, ein Feuerzeug. Funktioniert es? Ja, das behalten wir. Reicht das schon? Jetzt gehen wir mal, unterbreche ich mal den Plan und gehe jetzt einfach mal überall wieder nach links, an der linken Wand lang, damit wir dann doch wieder zur Türe kommen. Links, 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 links. Hier auch. Da auch. Gut, hier gibt es jetzt nur einen Weg, aber jetzt müssen wir zu den Ratten wiederkommen. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir unsicher. Brennt! Na, davor haben die Ratten aber Angst. An den Ratten kommt. Okay, das hat natürlich nichts gebracht. Na, davor haben. Okay, dann war's das. Okay, weiter geht's, weiter geht's. War ja ein Versuch wert, aber wir haben ja Zeit. Wir haben doch die Zeit, Freunde. Kein Problem. Aber irgendwo dahinter kann es logischerweise gesehen eigentlich dann nicht mehr so weit sein, weil, die Ratten ja irgendwo herkommen müssen. Magus, guten Tag. So, jetzt sind wir wieder auf der Rechtsroute. Ein Rechtsruck geht hier durch diesen Bunker. Ich hoffe, das ist die einzige Treppe. Also das ist die Treppe, die wir vorhin wieder hochgegangen sind. Dieser Ölfleck kommt mir auch sehr neu vor. Ist hier was? Können wir die Milch mit dem Feuerlöscher platt machen? Paul. Mist. Nein! Aber. Hatten wir den Paul jetzt schon? Oder ist es ein anderer Paul? Und warum hat Oskar da gerade geschnüffelt? Boah, ein Glück haben wir hier kein Zeitlimit. Hoffentlich haben wir kein Zeitlimit. Mist, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Müssen wir irgendwas finden? Nein.
Nein, da haben wir doch begonnen. Oh nein! Stimmt. Oscar ist